Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch ein bisschen darüber aufklären, was in Fortnite erlaubt ist und vor allen Dingen in Tournaments erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, wodurch ihr eben halt dann auch zum Beispiel gebannt werden könntet. Bleibt also bis zum Ende auf jeden Fall dran und wenn ihr in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr verpassen wollt, lasst ihr gerne ein Abo da, außerdem schaut gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei und da natürlich auch gerne mein Creator-Code TheAircraft im Itemshop ein. Als erstes kann man natürlich die ganzen Regeln immer nicht generell sehen, also bei Cash Cups, bei den ganzen Limited-Time-Mode-Tournaments, bei DreamHack zum Beispiel und bei FNCS ist es natürlich überall unterschiedlich. In diesem Video werden wir uns aber auf die Cash Cups und auf die FNCS konzentrieren, weil es nämlich da so oder so keine DreamHack mehr geben wird und Limited-Time-Mode-Tournaments. Dort könnt ihr euch im Prinzip einfach die Regel nehmen, dass es im Prinzip nicht wirklich große Beschränkungen gibt. Also ihr könnt dort zum Beispiel, glaube ich, mit mehreren Accounts auf mehreren Serverregionen teilnehmen oder so. Auf jeden Fall relativ wenige Beschränkungen, die es dort gibt. Und ansonsten ist es jetzt auch nicht der relevanteste Cup und nur in den Cash Cups und FNCS jetzt. Es ist wirklich relevant. Ohne weitere GMAC wird hier sowieso nicht mehr stattfinden. Zumindest nicht in den nächsten Monaten. Und deshalb muss dazu natürlich auch keine weiteren Aufklärungen zu den Regeln geben. Aber ich würde sagen, wir beginnen mal mit dem Cash Cup. Das ist sozusagen die etwas leichtere Version von den Regeln. Die FNCS hatte nochmal ein paar weitere Regeln. Dazu kommen wir allerdings später. Die ganzen Richtlinien dazu, was ihr machen dürft, was ihr nicht machen dürft, findet ihr immer unter Punkt 3 in den offiziellen Regeln der einzelnen Cups. Sie werden immer vor jedem Cup hochgeladen. Außerdem, wenn ihr euch für einen Cup registriert, also im Game seid und das, den Cup dann starten wollt, müsst ihr immer Regeln akzeptieren und dort steht es auch unter Punkt 3 immer rein, was ihr alles machen dürft und dort müsst ihr am besten dann auch immer noch runterschauen zum Punkt 3.7, denn dort stehen eben halt wirklich die richtigen Bedingungen, was ihr eben halt alles dann im Cup machen dürft. Beziehungsweise eigentlich gar nicht das alles, was ihr wirklich im Cup machen dürft, also etwas wie Pickaxe Swing, was hier mittlerweile verboten ist, irgendwie natürlich Hacken oder so, das steht in ganz anderen Regeln irgendwo drin, das steht glaube ich gar nicht in diesem Regelsatz drin, sondern das mehr so darüber, wie man die ganzen Cups eben halt spielen kann, aber ich glaube, ihr sollt mittlerweile wissen, dass man kein Pickaxe Swing machen darf, man sich nicht natürlich mit anderen Leuten absprechen darf, jede Form von Teaming verboten ist, ihr natürlich logischerweise nicht hacken dürft, also auch kein Soft-Aim usen dürft und generell alle Möglichkeiten, wie man irgendetwas abused, dafür kann man auf jeden Fall gebannt werden. Ich glaube, das sollte mittlerweile aber so ziemlich jedem klar werden. Wenn ihr dagegen verstößt, dann könnt ihr relativ schnell Bans bekommen. Genauso auch eine Regel, die noch relativ wenige befolgen, ist tatsächlich, dass man gar nicht Streamsnipen darf. Also für Streamsniping kann man gemeldet werden, deren Aussortiermechanismus dort wird immer besser. Das heißt, die Meldungen werden immer leichter durchkommen. Leider gibt es aber zurzeit noch relativ geringe Sperrungen dafür. Also man kommt dann irgendwie in 1-Tage-Bann, 3 Tage, danach 5 Tage, dann noch 7-Tage-Bann, dann kommen wir irgendwann zu einem 14-Tage-Bann und dann kommt man erst zu einem wirklichen Perma-Bann und danach kommt man dann auch erst zu einem IP-Ban. Aber bei den ganzen anderen Regeln, also etwas wie Hacken oder wenn man hier gegen eben halt verstößt, kann man auch relativ schnell 14-Tage-Bans bekommen oder dann eben halt auch wirkliche komplette IP-Bans bekommen. Ein IP-Ban bedeutet dann ganz einfach, dass ihr eben halt auch mit eurem mit einem anderen Account auf demselben PC, an derselben Adresse, wo ihr eben halt gerade wohnt, dass ihr dort dann halt gar keinen Account mehr benutzen könnt, um Fortnite letztendlich spielen zu können. Wie gesagt, das sollte aber mittlerweile, glaube ich, mal allen eigentlich so relativ bekannt sein. Jetzt geht es nämlich zu den Punkten, wie man den Cup spielen kann, denn ihr kanntet das sicherlich ja, dass man früher wirklich auf jeder Region den Cup spielen konnte, dass man mit einem zweiten Account den Cup auch noch spielen konnte und also etwas machen konnte, also ganz unterschiedliche Methoden hatte, wodurch man rein theoretisch auch 5-mal den einen und selben Cup spielen konnte. Mittlerweile hat sich da aber vieles geändert. Und wie gesagt, bei den Cash Cup ist es so, und das könnt ihr hier unter Punkt 3.7.4 nachschauen, dass ihr tatsächlich den Cup nur auf einem Spielgerät spielen dürft. Das heißt, ihr dürft eben halt nur an eurem einen PC spielen und dürft dann nicht mit dem gleichen Account an einem anderen PC noch spielen oder an einem anderen Gerät, an eurem Handy oder so spielen. Das dürft ihr nicht machen. Genauso ist es auch verboten, dass an dem einen PC unterschiedliche Spieler dran spielen, wobei das natürlich auch relativ schwierig nachvollziehbar ist. Glaube ich, wird aber sowieso keiner machen. Aber rein theoretisch dürft ihr euch zum Beispiel keinen anderen holen, der dann eine Runde für euch dann irgendwie zwischendurch an dem Gerät eben halt spielt, sondern es darf eben halt wirklich nur eine Person an dem einen Gerät spielen.
wenn er versucht, auf ein anderes Gerät zu gehen, dann könnt ihr tatsächlich dafür auch relativ schnell bestraft werden, relativ schnell auch einen IP-Ban bekommen. Ansonsten dürft ihr auch nicht mit einem zweiten Account teilnehmen. Das machen auch noch relativ viele und das ist wirklich etwas, was ihr ganz, ganz schnell unterlassen solltet, weil die dort immer härter vorgehen und immer schneller die Leute bannen. Das heißt, macht euch einfach keinen zweiten Account. Mittlerweile ist tatsächlich auch verboten, in Arena überhaupt einen zweiten Account zu benutzen. Das heißt, ihr dürftet nicht nur in den Cups keine zwei Accounts benutzen, um den eben mal zweimal spielen zu können, sondern dürftet auch keinen Smurf-Account machen, wodurch ihr eben mal dann mit wenigen Arena-Punkten startet. Das ist nämlich komplett verboten. Zumindest war es in der letzten Season so. Kann sein, dass sich dort irgendwas wieder geändert hatte, da es ja in dieser Season auch keine Anwärter-Cups mehr gibt. Die Regel wurde nämlich dazu hinzugefügt, dass man in der letzten Season, wenn man einmal Champion war, nicht mehr die Anwärter-Cups spielen konnte. Und ich glaube, die Regel ist auch immer noch erhalten geblieben. Hundertprozentig sicher bin ich mir da aber nicht. Trotzdem versucht es erst gar nicht irgendwie mit einem Surf-Account zu spielen. Macht euch einfach gar keinen zweiten Account. Dann seid ihr auf der komplett sicheren Seite. Und ansonsten dürft ihr natürlich auch nicht. Und ich glaube, diese Regel gilt auch für so ziemlich jeden Cup. Also auch so etwas wie Limited Time Mode Cups. Nur das, was immer für Limited Time Mode Cups dann zum Beispiel nicht zählt, ist so etwas wie Region Locks und so. Und Region Locks gibt es, by the way, auch bei den Cash Cups mittlerweile nicht mehr. Das heißt, ihr könnt rein theoretisch den Cash Cup auf unterschiedlichen Regionen mehrmals eben mal spielen. Und dadurch könnt ihr zum Beispiel den NA Cash Cup spielen, den EU Cash Cup und so weiter. Das heißt, ihr habt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, das Ganze spielen zu können. Eine weitere Regel, die sich hier aber auch ein bisschen hinter versteckt, die jetzt nicht so ganz ausdrücklich da tatsächlich mitgeteilt wird, ist hier im ersten Satz. Und zwar steht hier, Spieler halten im Event für jeden Wettkampfabschnitt nur eine Teilnahmeberechtigung mit einem Epic-Konto. Dazu zählt natürlich kein Region-Lock, also sozusagen eine andere Region zählt dann auch als anderer Wettkampfabschnitt. Also zum Beispiel der NA Cash Cup ist ein eigener Wettkampfabschnitt, der EU Cash Cup ist ein eigener Wettkampfabschnitt und dadurch habt ihr sozusagen für jede Region dann auch einen eigenen Wettkampfabschnitt, wodurch ihr auch für jede Region dann auch eine Teilnahmeberechtigung habt. Allerdings zählt es dann dafür, dass ihr zum Beispiel auf EU nicht zweimal den Cup spielen könnt, dadurch, dass ihr dann zum Beispiel... Dazu zählt dann aber trotzdem, dass ihr euch kein anderes Trio suchen dürft, um den Cup zu restarten. Das heißt, falls ihr eben mal schlechte Punkte hattet und eben mal mit einem anderen Trio nochmal tryen wollt, dann dürft ihr das nicht mehr machen. Diese Regel gibt es auch schon seit Dezember, aber wie gesagt, dadurch, dass hier so versteckt hintersteht, ist es wirklich ganz, ganz schwierig, das eben mal so rauszulesen. Deshalb, ich hasse wirklich solche ganzen TOS-Texte, wo so immer Terms of Service und alles drin stehen. Es ist einfach teilweise so verwinkelt gemacht, dass man daraus nichts wirklich erkennen kann. Aber auf jeden Fall dürft ihr es nicht machen. Dadurch bekommt ihr Warnung. Wahrscheinlich haben auch viele Leute von euch schon Warnung bekommen. Wenn ihr das nochmal machen solltet, wird ganz, ganz schnell euer Account gebannt für 14 Tage wahrscheinlich. Und das war natürlich extrem schade, wenn ihr dadurch eben mal dann die Teilnahmeberechtigung zu weiteren FNCS-Tournaments am Ende verliert. Genauso gilt es natürlich auch für die FNCS und dort gibt es immer noch mal die zusätzliche Regel, dass man auch nicht bei mehreren Serverregionen teilnehmen kann. Das heißt, ihr könnt nur auf EU spielen. Wenn ihr einmal auf EU gespielt habt, dürft ihr nur auf EU spielen. Wenn ihr einmal auf NA gespielt habt, dürft ihr auch den ganzen Cup nur auf NA spielen. Dazu zählt aber, glaube ich, nicht, dass ihr die ganze FNCS dann nur auf EU zum Beispiel spielen dürftet. Also ihr dürftet dann beispielsweise die erste Woche auf NA spielen, zweite Woche auf EU, dritte Woche wieder auf NA. Ich glaube, das würde gehen, aber sobald ihr halt einmal qualified seid, dürftet ihr dann beispielsweise auch nicht mehr auf anderen Regionen spielen. Und am sichersten seid ihr immer noch damit, wenn ihr wirklich die ganze FNCS über auf eine einzige Serverregion, am besten natürlich EU spielt. Und wie gesagt, hier zählt es natürlich genauso, dass ihr den Cup nicht restarten dürft. Das heißt, ihr dürft nicht einfach mit irgendeinem anderen Trio anfangen und danach dann immer noch mit einem anderen weiter tryen. Das heißt, sucht euch wirklich, bevor ihr mit dem Cup überhaupt beginnt, ein Trio und tryt dann nicht während des Cups erst mit eurem Trio herum, weil ihr nämlich ansonsten nur die Möglichkeit habt, den Cup komplett abzubrechen oder ihr müsst ihn immer durchspielen. Ansonsten dürftet ihr den aber in keiner Weise wirklich mehr restarten. Und wie gesagt, das zählt für Cash Cups, das zählt für Limited Time Mode Cups, für weitere Dreamhacks, die kommen würden, würde es auch noch zählen. Und generell, ich glaube, für jeden Cup, der jetzt kommt, wird das auf jeden Fall eine Regel sein, die so gilt. Das heißt, restartet niemals den Cup mehr und versucht einfach immer mit dem einen Trio zu spielen, mit dem einen Duo zu spielen, dann seid ihr einfach auf der sichersten Seite. Und damit sind wir auch mit den ganzen Regeln soweit durch. Ich hoffe, ihr konntet das Ganze ein bisschen nachvollziehen. Damit sind wir dann auch schon mit diesem Video durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.